Die Geschichte von Natalia Grace Barnett. Ein ukrainisches Waisenkind weist die Annahme zurück, ein Kind zu sein, und droht der Familie, die sie in den Vereinigten Staaten adoptiert hat, mit Gewalt. Natalia Grace Barnett hat die Behauptungen ihrer früheren Adoptiveltern widerlegt, dass sie eine völlig erwachsene Frau in ihren späten 20ern ist. Es wäre toll, wenn Sie dieses Video liken und teilen. Vergessen Sie auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und auf das Glockensymbol daneben zu klicken, um benachrichtigt zu werden, wenn wir in Zukunft neue, interessante Videos hinzufügen. Nun zurück zur Geschichte. In ihrem ersten Interview sagte sie: "Ich bin 16 Jahre alt. Als ich in die Vereinigten Staaten kam, war ich 6 Jahre alt. Ich weiß nur, dass mich eine Familie besuchte und mich dann nach einiger Zeit adoptierte. Natalia, die an einer Art von Kleinwüchsigkeit leidet, wurde nach eigenen Angaben von mehreren Familien in den Vereinigten Staaten aufgenommen, bevor sie 2010 von Christine und Michael Barnett aus Florida adoptiert wurde. Christine und Michael gaben an, dass ihnen gesagt wurde, Natalia sei 6 Jahre alt gewesen, als sie sie adoptierten, obwohl sie glaubten, dass sie zu diesem Zeitpunkt eher 20 war. Die Barnetts behaupten, dass sie sich von Natalia eingeschüchtert fühlten und später nach Kanada zogen und sie zurückließen, aber sie zahlten ein Jahr lang Miete, damit sie allein bleiben konnte. Christine und Michael sind derzeit wegen Fahrlässigkeit angeklagt und sollen Anfang 2020 vor Gericht gestellt werden. Ich dachte wirklich, ich hätte die richtige Familie gefunden, nachdem ich in vielen Familien herumgezogen war", sagte Natalia über ihre Adoption durch die Barnetts zu US-Talkmaster Dr. Phil. "Ich glaubte, ich hätte meine Familie für immer gefunden." Natalia gab zu, dass sie von einer früheren Familie zum US-Sozialdienst geschickt worden war, nachdem sie ein anderes Kind verletzt hatte. "Einer der Jungen stand mir sehr nahe, sodass wir uns beinahe geprügelt hätten", erklärte Natalia. "Ich bin auf seinem Arm gelandet, sodass die Mutter annahm, ich wollte ihm den Arm zertrümmern." Natalia drohte ihre Familie im Schlaf zu erstechen, versuchte ihren Kaffee zu vergiften und sie auf einen elektrischen Zaun zu schubsen, sagte Christine Barnett im September gegenüber Daily Mail TV. Alle Andeutungen, Natalia habe versucht, die Barnetts oder ihre Kinder zu verletzen oder zu töten, sind falsch. Sie teilte Dr. Phil mit, dass die Giftvorwürfe das Ergebnis eines Missverständnisses beim Aufräumen mit Christine waren, dass sie nicht die Absicht hatte, sie zu erstechen, und dass sie ihr Schlafzimmer nachts nur betreten würde, wenn sie einen Albtraum hatte. Natalia behauptete auch, dass sie, als sie 8 Jahre alt war, ein Jahr lang allein lebte und sich von Konserven ernährte, die die Barnetts hinterlassen hatten. Sie war in einer Schule für Erwachsene angemeldet und sagt, Christine Barnett habe sie angewiesen, den Leuten mitzuteilen, sie sei 22 Jahre alt. Sie trat in dem amerikanischen Chatprogramm mit Antoine und Cynthia Mance auf, dem Ehepaar, bei dem sie jetzt lebt und das sie fälschlicherweise für 16 Jahre alt hält. Sie behaupten, dass sie ihnen oder ihren Kindern keinen Schaden zugefügt hat. Christine und Michael Barnett, die bereits 3 Kinder hatten, adoptierten Natalia im Jahr 2010 zum ersten Mal. Sie behaupteten, sie sei ein 6-jähriges ukrainisches Mädchen mit einer Art von Zwergwuchs. Die Familie behauptet jedoch, dass sie unmittelbar nach der Adoption von Natalia aufgrund ihrer Intelligenz und ihres Verhaltens an ihrem wahren Alter zweifelten. Christine erzählte Daily Mail TV im September, dass Natalia eher wie ein Teenager als wie ein Kind sprach, nicht mit Spielzeug spielen wollte und es vorzog, mit älteren Menschen zusammen zu sein. Sie behauptet auch, dass sie körperliche Anzeichen dafür hatte, dass sie älter war, als ihre Familie dachte. "Ich badete sie, als ich entdeckte, dass sie volles Schamhaar hatte. Ich war völlig verblüfft", erklärte sie. "Mir wurde gerade mitgeteilt, sie sei 6 Jahre alt, aber es war ganz offensichtlich, dass sie es nicht war. Sie hatte ihre Periode und hatte bleibende Zähne. Natalia hatte eine weibliche Figur. Sie hatte ihre Menstruation. Sie hatte ein vollständiges Gebiss für Erwachsene. Auch wenn sie mit Zwergwuchs geboren wurde, wuchs sie keinen einzigen Zentimeter." In ihrem Dr. Phil-Interview bestritt Natalia, dass sie ihre Periode hatte, als sie bei den Barnetts wohnte. "Später wurde Natalia zu einer Bedrohung für Christine und Michaels Familie", sagten sie. Die Barnetts reichten 2012 bei Marion County Superior Court in Florida einen Antrag ein, das Datum von Nataljas Geburtsurkunde von 2003 auf 1989 zu ändern. Christine glaubt, dass Natalia zum Zeitpunkt ihrer Adoption 14 Jahre oder älter war und dass Natalia während eines Langzeitaufenthalts in einer psychiatrischen Klinik, wo sie 2012 von den Barnetts untergebracht wurde, zugab, älter zu sein, als sie eigentlich sein sollte. Nachdem Natalia jedoch 2013 aus der Psychiatrie entlassen wurde, waren die Barnetts der Meinung, dass sie sich nicht länger um jemanden kümmern könnten, den sie für erwachsen hielten. Sie richteten ein Haus in Lafayette, Indiana ein und zahlten dafür.
Dort lebte Natalia ein Jahr lang allein, bevor sie 2014 der Polizei erzählte, dass ihre Eltern sie verlassen hatten. Lafayette, Indiana, ein Richter des Bezirks Tippecanoe, hat am Freitag entschieden, dass das ukrainische Waisenkind Natalia Grace Barnett im rechtlichen Sinne volljährig ist und dass alle anhängigen Anschuldigungen gegen ihre Adoptivmutter Christine Barnett wegen Misshandlung nicht auf das Alter der Tochter gestützt werden können. Christine und Michael Barnett adoptierten Natalia Barnett, die an extremem Zwergenwuchs leidet, als sie etwa 8 Jahre alt war. Tippecanoe County beschuldigte die Barnetts im September 2019, Natalia im Juli 2013 in Lafayette ausgesetzt zu haben. Ein Fall, der weltweit Beachtung fand. Im Dezember 2019 erhob die Staatsanwaltschaft weitere schwere Vorwürfe wegen Missachtung von Natalias lebenswichtiger medizinischer Behandlung aufgrund ihres Zwergenwuchses. Laut der Entscheidung im Fall von Christine Barnett werden alle Ansprüche auf Fahrlässigkeit, die auf der Tatsache beruhen, dass Natalia eine Jugendliche war, zurückgewiesen. Wie aus Online-Gerichtsunterlagen hervorgeht, hatte der Anwalt von Michael Barnett noch keinen Antrag auf Klageabweisung mit den gleichen Argumenten wie in der Entscheidung vom Freitag gestellt. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass Michael und Christine Barnett, nachdem sie Natalia in einer Wohnung in der North 11th Street in Lafayette untergebracht hatten, mit ihren leiblichen Söhnen nach Kanada zogen, damit ihr Ältester, ein damals 15-jähriges Musikgenie, aufs College gehen konnte. Natalia war nicht ganz 10 Jahre alt, als die Barnetts sie 55 Meilen von ihrem Haus in Westfield, Hamilton County, nach Lafayette brachten, so die Staatsanwaltschaft in Unkenntnis einer im letzten Jahr eingereichten Anzeige wegen Unterhaltspflicht. Das Paar, das sich 2014 trennte, gab in seiner Verteidigung an, dass sie bald nach ihrer Adoption erkannten, dass Natalia erwachsen war und deshalb ihre Geburtsdokumente am 22. Juni 2012 änderten, sodass sie rechtlich 22 Jahre alt war. Christine Barnett, die Autorin von The Spark, A Mother's Story of Nurturing Genius and Autism, und Michael Barnett haben seitdem in Interviews behauptet, dass sie getäuscht wurden und dass Natalia Schamhaare und Menstruationszyklen hatte, als sie im angeblichen Alter von 8 Jahren adoptierten. Natalia wurde auch beschuldigt, versucht zu haben, Christine und ihre beiden Söhne zu verletzen, wie es in der Anklageschrift heißt. Sie beantragten bei einem Gericht in Marion County, Natalias Geburtsurkunde zu ändern, weil sie glaubten, sie sei erwachsen. Einige der Anschuldigungen gegen die Barnetts besagen, dass Natalia eine Jugendliche sei, je nach ihrem Alter aus ihren ukrainischen Geburtsunterlagen, die zeigen, dass sie im Jahr 2003 geboren wurde. Aus rechtlicher Sicht kam Tippecanoe Superiors zweiter Richter Steve McMeyer am Freitag jedoch zu dem Schluss, dass Natalias Geburtstag, der von einem Marion Superior Court bestimmt wurde, die Frage in Christine Barnetts Gegenklage klärt. Da Michael Barnett keinen ähnlichen Antrag wie Christine Barnett gestellt hat, erstreckt sich die Entscheidung nicht auf ihn. Meyer stellte fest, dass der Tippecanoe Superior Court nicht befugt ist, eine Entscheidung des obersten Gerichts eines anderen Bezirks aufzuheben oder zu ändern. Meyer wies auch darauf hin, dass die Staatsbediensteten während des Verfahrens zur Anklageerhebung gegen die Barnetts an vielen Stellen die Möglichkeit hatten, gegen die Entscheidung des Marion Superior Court über Natalias Alter Berufung einzulegen, was sie jedoch nicht taten. Michael Barnetts Anwalt Terence Kinnard und Christine Barnetts Anwälte Deirdre Haynes und Mark Nicholson reagierten nicht auf Anfragen des Journal and Courier nach einer Stellungnahme. Bis Samstagnachmittag hatten sie nicht unverzüglich geantwortet. Der Staatsanwalt von Tippecanoe County, Patrick Harrington, reagierte nicht auf eine Anfrage des Journal and Courier. Meyer hatte zuvor eine Nachrichtensperre verhängt, die sich auf die Anwälte, Staatsanwälte, die Barnetts und Natalia erstreckte, als die Medienaufmerksamkeit in dieser Angelegenheit zunahm. Wie aus den von Meyer in seinem Urteil dargelegten Fakten hervorgeht, wiederholte dasselbe Marion County Gericht, das Natalias Geburtstag im Jahr 2017 änderte, seine vorherige Anordnung, die Natalias Geburtsjahr mit 1989 angab. Infolgedessen ordnete Meyer an, dass alle Anklagen des Staates, die sich auf Natalias Alter als rechtliche Tatsache für die Behauptung des Verlassens einer Minderjährigen stützten, fallen gelassen werden müssen. Die Beweise deuten darauf hin, dass der Staat in Bezug auf die Rechtmäßigkeit des Urteils von Marion County, in dem Natalia zur Erwachsenen erklärt wurde, in den sauren Apfel gebissen hat, schrieb Meyer in einem Brief als Antwort auf seine Anordnung. Dem Urteil zufolge können die Staatsanwälte nicht behaupten, dass Natalia ein Kind war, als ihre Eltern sie 2013 nach Lafayette brachten, weil ein Gericht zuvor festgestellt hat, dass sie jetzt fast 31 Jahre alt ist. Juristisch gesehen ist sie erwachsen, so Meyer. Natalia behauptete, sie sei 2003 geboren und wenige Monate vor der Ausstrahlung in der Dr. Phil Show am 7. November gerade 16 Jahre alt geworden. Anwälte, die 2017 versuchten, Natalias Geburtsjahr wiederherstellen zu lassen, teilten dem Journal and Courier auch 2019 mit, dass sie sie für einen Teenager halten.
Drei Anklagen wegen Vernachlässigung wurden abgewiesen, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war und Meyer entdeckte, dass die Barnetts ihr Vergehen nicht verheimlichten, indem sie Nataljas Alter änderten oder sie in eine Stadt und einen Staat verlegten, in denen sie niemanden erkannte, bevor sie nach Kanada auswanderten. Die Anklagepunkte 1 bis 6 sollten insoweit zurückgewiesen werden, als sie sich auf die Behauptung stützen, Natalja sei aufgrund ihres Alters hilfebedürftig. Natalja wurde zu jedem Zeitpunkt als erwachsen eingestuft, als die Anklagen erhoben wurden. Meyer vermerkte in den Feststellungen seiner Anordnung: Dennoch kann der Staat die Anklagen auf der Grundlage fortführen, dass Natalja aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung hilfsbedürftig war. Was geschah mit Natalja, dem Zwerg, und wo wohnt sie jetzt? Natalja Grace Barnett wohnt jetzt in Indiana. Berichten von DailyMail.com zufolge wohnt Natalja Grace jetzt bei einem anderen Ehepaar aus Indiana und deren fünf Kindern, der Familie Mance. Antoine Mance, 36 Jahre alt, ist ein Prediger, der mit seiner Frau Cynthia, 39, und seinen Kindern in einem ehemaligen Kirchengebäude wohnt. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren Sie es und teilen Sie das Video. Bitte hinterlassen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.